Viel zu späte Aufnahme mal wieder, weil ich noch gar keinen Part habe. Aber ich sag's jetzt gleich, es kann jetzt durchaus passieren. Wir nähern uns dem Ende der Ferien, ja. Es kann jetzt durchaus passieren, dass wir wieder bei ganz normal einem Part pro Tag landen. Ja, also ich merk's jetzt schon heute. Ich hatte schon wieder deutlich weniger Zeit, als ich eigentlich dachte zu haben. Vor allem, weil ich plötzlich einfach eine Vertretungsstunde bekommen habe. Eine Vertretungsstunde. Im Digitalunterricht. Der ist so, hä? Ich meine, wenn ein Lehrer nicht zur Schule kommen kann, klar, dann wird er vertreten, damit die Klasse beschäftigt ist in der Schule. Jetzt habe ich einfach eine Vertretung im Digitalunterricht. Okay, ich meine, kein Problem, ich nutze die. Ich habe nur irgendwie nicht, also nutze die gerne, kein Problem. Mache ich Mathe mit denen. Aber ja, es hat mich halt gewundert und es musste halt jetzt erstmal vorbereitet werden. So, das kostet dann halt Zeit. Ah, Musik. Diesmal nicht vergessen. Diesmal nicht vergessen. Bin ich noch in der richtigen Playlist? Ja. Diesmal nichts vergesse, Musikski. Nix Musikski vergesse. Okay, könnte erstmal ganz spontan irgendwas. Ja, weiß ich nicht, so halt. Amerika-Dingsig ist ein. Also ziemlich sicher süß. Mittelamerika, so. Alles unterhalb von Mexiko. Inklusive Mexiko selbst. Wir haben auf jeden Fall Rechtsverkehr. Alles ganz normal. Jetzt brauchen wir halt noch weitere Hinweise. Ah, das sieht schon so. Es hat so was wie. Also wenn ich jetzt nicht die Schrift gelesen hätte, hätte ich auch erstmal gesagt USA, ne? Das könnte auch so in die Richtung, weiß ich nicht, Colorado oder irgendwie sowas. Deswegen bin ich im Moment so ein bisschen mittelamerikanisch angehaucht unterwegs. Aber wir brauchen halt mehr Reise. Kann ich halt nicht lesen, was da steht. An der. Okay, aber hier kommen jetzt ein paar Schildchen. Kenn ich da drauf schon? Oh. Weil da waren Flaggen angedeutet, aber die nützen mir nichts. Jaguar, Parael, Aqua. Maldini. Irgendwas Maldini, keine Ahnung. Spontan hier irgendein Maldini. Also ich werde auf jeden Fall irgendwo in Mexiko einfach mal reinklicken. Aber Bienvenidos, Chacabuco, Hey, Gerardo Maldini. Ach so, das ist gar nicht. F. Das ist gar nicht, was ich dachte. Aber wahrscheinlich wird es eher so, boah, ich weiß es nicht. Weset nicht. Ich würde es aber in die mehr so. Einfach mal hier hin. Ach, scheiße. Wir waren in Bolivien unterwegs. Na gut, waren wir halt in Bolivien unterwegs. Das sieht nach einem relativ bekannten Schild aus. Wenn wir gleich richtig schlauer. Ach, gucke mal. Das ist allein die Schriftweise und so. Puh, Leute. Bixby, Elgül, Lenovda. Ich bin so ein bisschen. Ja, ich bin so ein bisschen. Ist das dann Dänemark? Nicht Dänemark. Aber so. Da oben.
Was waren da für Ortschaften? Innovda, Elgut, Höxby. Finden wir die? Sind die groß genug, dass wir die finden? Mal auf dieser Größe hier über Schweden. Weil die klingen alle schon so passend, diese Ortschaften hier, die wir so lesen. Und ich meine, wir sind, na gut, es ist ein relativ kleiner See, das könnte irgendwo sein. Sagt leider nichts aus. Könnte sich, ich meine, es wird mit Sicherheit, egal wo ich dann hinklicke, irgendwas in der Ecke hier sein. Also in dieser nordeuropäischen Ecke. Ich würde aber in Schweden bleiben. Es ist schade, dass ich keinen einzigen von den Orten lebe. Nämlich doch ein wenig versichert ist. Machen. Höxby, vor allem Höxby sagt mir, ich meine, ich habe Höxby schon mal irgendwann gehört. Ja, keine Ahnung. Wir klicken einfach mal mitten rein, weil ich muss jetzt irgendwo hinklicken. Klicken ab dafür. Naja, ne? Naja, nach Schweden. Da ist dieses Höxby. Andere Orte tauchen hier überhaupt noch nicht auf. Das war nicht groß. Na, das war nicht groß genug, als dass man die Orte da hätte finden können. Okay, aber es war Schweden. Ja, genau. Da war ein Schiff. Ich wollte zwar nicht tanken, aber ist okay. Oh, das klingt. Das klingt türkisch. Ist nicht mehr. Ist auch nicht mehr. Nee, jetzt immer. Nee, nee, nichts türkisch. Nee, nee, okay. Dann sind wir doch wieder in Nordeuropa, oder? Aber so ein bisschen anders. Mivatnin Igilstadir. Schreibt man denn jetzt so? Mal gucken. Norwegen hat so ein bisschen komische Ortschaften vom Schreiben her gehabt, ne? Lass mal gucken. Die haben auch so, hier guck mal, so ein durchgestrichenes O. Haben die beim Y so einen Strich drüber? Finden wir irgendwo ein Y mit einem Strich drüber? Kein einzigen. Da ist nur ein Y. Aber da ist kein Strich drüber. Das muss nichts heißen. Beim A ist so ein Strich drüber. Das D ist so ein bisschen wie so ein. Aber auch das muss natürlich nichts heißen, wenn man das jetzt hier nicht sieht. Aber wir können trotzdem mal gucken, wie es denn hier drüben mit Finnland aussieht. Ob Finnland vielleicht eher dafür empfänglich ist, Schreibweise. Da ist er. Muss ja aber auch nicht sein, dass die das hier übernehmen, die Schreibweise, ne? Das ist das Ding. Das ist das Ding. Vielleicht fahren wir noch ein bisschen. Aber ich würde sonst, glaube ich, einfach mal Norwegen anklicken.
Hier ist auf jeden Fall richtig viel Wasser. Beziehungsweise... Ich war gerade was im Überlegen, aber was... Oh, die Zeit! Ich habe zu lange rumgetrödelt. Ah, wo klicke ich denn jetzt? Ich klicke bei Norwegen rein. I'm sorry, ich klicke bei Norwegen rein. Wir gucken mal, wo wir landen. Island. War wieder dieser Ort zu lesen, den ich jedes Mal versaue? Dieser Reykjavik? Nee, der Reykjavik war nicht zu lesen, ne? Das war hier, dieses hier war zu lesen. Ein bisschen. Okay, Island. Stimmt, hier sieht man es auch. Da ist es tatsächlich okay. Es wird tatsächlich in der Karte übernommen. Dieses durchgestrichene D. Ja. Okay, doch, da sieht man das ganz deutlich. Und auch das Y. Nee, okay, beim Y sieht man den Strich nicht drüber. Aber dieses D hätte man gesehen. Okay. Okay. Island. Jetzt auch schon mehrmals bei Island reingefallen, ne? Traurig. Ecuador. Ecuador beim Äquator. Wissen wir jetzt mittlerweile, wo das ist. Das hätte ich jetzt zum Beispiel... Boah, eine Woche hätte ich das noch nicht gefunden. So, Puerto Bolivia, Archipelago de Yambeli. Also, es muss ja hier am... Habe ich das richtig gesehen? Wir sind am... Ja, wir sind am Meer. wo ist jetzt eigentlich, wo fängt Ecuador an, wo hört's auf? Okay, das ist alles Ecuador. Verlesen. Puerto Bolivar. Armada del Ecuador. Achso. Fiscalía del Oro. Puerto Bolívar. Dieses Bolívar kommt hier ganz oft vor. Als ob das so ein bisschen was mit der Ortschaft zu tun hätte. Finden wir ein Puerto Bolívar? Puerto Pitahaya. Okay, wir finden mit Sicherheit ein Puerto Bolívar. Ha! Gotcha! Gotcha. Und wir sind... Ja, wir sind wahrscheinlich da. Bam! Volltreffer, fast. Oh, ein cooler Tunnel. Nice, da fahren wir erstmal durch. Ich wollte eigentlich das Schild vorher auch schon lesen. Tickeback Tüneli. Yapim Yili. Jetzt bin ich aber wieder so erstmal türkisch unterwegs. Tüneli. Würde man das da so sagen? Ja, aber Tickeback, das klang so, als hatte so was Türkisches. I don't know. Was steht da? Tünel de Duma. Das ist sowas von türkisch. Dadim. Dudel. Aber wo sind wir genau? Zurück. Dikat Tunnel Girisi. Tunnel Girisi. Yavas Leinitz. Müsste mal gucken, wo Gebirge ist, weil nur da kann ja Tunnel sein. Aber das lässt sich hier wahrscheinlich noch nicht so einfach rauskriegen. Ich fürchte, das lässt sich hier noch nicht so einfach rauskriegen. Wir fahren mal schnell den nächsten Tunnel rein. Da kommt er auch schon. Aber ich liebe Tunnel fahren. Wir sind auf der falschen Seite eingefahren in den Tunnel. Das ist jetzt natürlich etwas dramatisch. Aber hey. Wir kommen zum Glück ganz gut durch. Als Geisterfahrer. Ja, kein Problem. Oh, das ist ein sehr langer Tunnel. Aber ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man falsch in so einen Tunnel reinfährt, ne? Da ist dann, irgendwann ist man dann auch Teil der nächsten Radiosendung. Ein Geisterfahrer. Tunnel. So, können wir jetzt wieder auf die richtige Seite wechseln? Sehr gut.
Ist ja, soll ja alles hier seine Richtigkeit haben. So, da ist ein Ortsschild. Fatsa Samsun. Ich weiß jetzt nicht, ob Fatsa Samsun so riesig ist, dass ich das jetzt finde, wenn das hier so abgeht nur. Karajor Ordo Tünel Bakim Islemi. Karajolari könnte ich finden, vielleicht. Was war der andere Ort? Fatsa Samsun. Also Karajolari oder Fatsa Samsun? Am Ende ist es doch wieder irgendwas im Norden. Jetzt verhauen. Einfach komplett lost. Ich muss jetzt irgendwo hinklicken. Ich klicke jetzt erstmal ganz schnell irgendwo dahin. So. Also hier, da ist eine große Autobahn. Ich habe jetzt auch nicht die Nummer von der Autobahn rausgefunden. Ah, ich finde leider den Namen nicht, den ich da gerade. Naja, aber es war Türkei. Aber schon weit, weit, weit woanders. Da war's. Hab ich den Ort irgendwo gesehen, den ich da gefunden habe? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also dann bin ich zufrieden. Mehr als die Hälfte bin ich zufrieden. So, und ich würde jetzt eigentlich ganz gerne kein Dings machen, sondern für den Fall, dass wir jetzt erstmal die letzte Folge haben sollten und ich nicht mehr dazukomme in den nächsten Tagen, würde ich ganz gerne mal wieder eine Deutschland-Map spielen. Die haben wir nämlich schon ewig nicht mehr gespielt. Deswegen... Wait, was ist denn der Country Streak eigentlich? Ach so, wie viele Länder man am Stück richtig hat, oder was? Klingt schon mal alles Englisch. Ich habe aber jetzt unendlich Zeit, ne? Aber dafür wahrscheinlich immer nur einen Versuch. Gute Runde. Erledigt mit Englisch. Zone B-Talent hat sich auch erledigt mit Englisch. Scheiße. Gut, aber wenn ich jetzt überall hinfahren kann, dann kann ich erstmal umgucken. Mini-Supermarkt, Mim-Supermarkt Nachtwinkel. Pristranken. Yuka Mobile. Oh. Kloster. Meint die Richtung weiter. Agenta. Warte, Dancing. Dancing sagt mir was. Erotische Verbilding. Was? Also jetzt bin ich aber holländisch unterwegs hier. Oder so Niederländisch. Also, ne? Irgendwie sowas. Wo ist denn Dancing? Dancing ist doch... Oh, Dancing sagt mir was. Aber an sich würde ja das Land reichen, ne? Muss ich mich nur... Ich hab ja Zeit. Ich hab ja Zeit. Wir wollen ja auf Streak gehen und nicht auf schnell, schnell. Im Moment bin ich auf Holland. Ethan Entring. Ja, das ist sowas von Holland. Das ist dieses ganz typische... Auch hier, ne? Ankauf, Verkauf. Ankauf, Verkauf. Das ist Holland. Komm, wir nehmen Holland. Was soll's? Ist das in Belgien auch so, ja?
Wo ist mein Dancing? Krieg ich hier den Ort, wo ich war? Ach, hier. Antwerpen waren wir. In Antwerpen waren wir, ja moin. Das ist ja eine recht große Stadt in Holland. Genau. Belgien. Nee, schade. Und falsch. Ach hier, use default settings, no time limit, moving allowed. Wie? Was ist denn, wenn moving nicht erlaubt? No move, no zoom, no move, no zoom, no move, no pan, no zoom. Das ist ja dann der Hard Mode, ne? Ja, geil! Anhand des ersten Fotos, wo sind wir? Ich kann nichts tun. Ich kann... Ich kann... Es ist ein bisschen cheaten, aber ich kann actually nichts tun. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich sind wir in Brasilien. Yo, ich war halt einfach im Nachbarland. Okay. Okay. Ja, da, Default Settings, danke. Was war das denn gerade für eine Aktion? Oh, das sieht schön aus. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Eine Großstadt? I wahrscheinlich love Leto V Central Parku in Chiba. Lovinka Huawei. Das nützt nix. Davon ist ein großes Verkehrsschild. Wien! Gehst du zurück? Wir sind wahrscheinlich in Ungarn dann. Wir sind ziemlich sicher irgendwo... Naja, es muss ein Nachbarland von Österreich sein. So, das ist schon mal klar. Jetzt müssen wir nur rausfinden... Wo? Also da muss es ja nach Wien gehen. Ja, wir können hier zum Beispiel sein und wir können hier sein. Es geht auf die E75 und E571. Hier ist die E75. Dann sind wir in der Slowakei wahrscheinlich. Jetzt ist die E75 weg. Hä? Gerade war sie noch da. Wo ist sie denn jetzt hin? Da ist die E75. Wo ist die E571? Aber hier steht Nitra. Wir sind safe in der Slowakei. Ah, das hat jetzt sogar eine Badge gegeben, weil ich es zum ersten Mal gemacht habe. First one down, next round. Protonia Northwitz, Ulinan. R, irgendeine R-Straße. Damit sind wir schon mal nicht in Europa, weil es wäre sonst eine E-Straße. Oh, und wir fahren, oha, wir fahren rechts, links. Wir fahren links. CA, ZA. Was ist ein ZA? Entschuldigung. Punkt COZA. Oder steht ZO schon für CO schon für Kolumbien? Fahren wir um Kolumbien links? Könnte ein ZA noch sein. Wir gehen das mal. Wir müssen ja nichts überstürzen. Wir müssen ja nichts überstürzen. Was haben wir denn da hinten für Ortschaften? Ah, da, perfekt. So, Ortschaften.
Wir haben jetzt schon mal eine Idee mit Kolumbien. Müssen wir nur gucken, ob wir diese Ortschaften da finden. Culinan, Pretoria North, Britz und die R513 zum Beispiel. Finden wir irgendwo die R513 in Kolumbien? Finden wir überhaupt eine R hier? Finden da keine R. Nee, wir finden hier keine R, okay. Denn es ist nicht Kolumbien. Finden wir überhaupt hier in irgendeinem Bereich eine R-Straße? Ich meine, gut, dass der jetzt hier 926 steht, heißt ja nicht, dass davor nicht noch ein Buchstabe stehen könnte. In anderen Situationen, ne? Das ist jetzt natürlich das Ding. Aber die würden, ja, die würden schon die Buchstaben davor schreiben. So wie hier bei C. CA, ne? Wo sind die R-Straßen? Bin ich in Mexiko? Na, okay, dann kommt er hier nicht. Gibt es hier irgendwo R-Straßen? Sind die so grün? Aber da würde ja R davor stehen, wenn es R wäre, oder? Vielleicht war ich bei den anderen auch nicht nah genug dran, sodass es nur die Hauptstraße angezeigt. Ja, den Quatsch könnte ich gemacht haben, so wie hier, wenn ich da näher rangehe. Nee, dann. Ha. Und dann gehen wir nochmal hoch nach Kolumbien. Irritiert dieses .co, .ca. Aber CO ist doch eigentlich Company. Also hier tauchen keine anderen Zahlen auf. Was, wofür könnte dieses ZA noch stehen? Ich wollte gerade sagen Zentralamerika, aber Zentralafrika. Oh. M. Gibt's hier auch D? Gibt's hier auch R's? Rot. R für Rot oder so. Zimbabwe könnte auch ZA sein. Gibt's hier auch R's? Nur A's. Wofür könnte noch ZA stehen? Dann sind wir vielleicht doch irgendwo hier unterwegs. Ich meine, das wäre ja CA, ne? Das ist ja eigentlich, haut es ja. Das sind RRs und RN. Aber nicht nur R. Nur R. Wollte ich nicht anklicken. Nee. Das sind R's, RN. Kommen wir nicht weiter. ZA. Da nichts fassen können. ZA. Wir merken uns mal dieses. Oh wait, wir hatten noch das ND auch. Stopp, 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 stopp. Das ND habe ich doch auch irgendwo. Ah, nee, es ist die N1. Die große Bahn ist die N1 bzw. die 152. Okay. Steht hier so dran. Houses for sale. Institute for. Aber ich fühle mich schon eher
in Südamerika hier gerade. Rustenburg, Polokwane, Dr. Swanepoel Road, N4, R513. Also das ist die N4, das ist die R513. Die N4 kreuzt irgendwo die R513. Hat man denn nur N's? Nur N's? Da haben wir D's, da haben wir M. M. RD. IN. C. Es wirkt schon, wie wenn das in Afrika wäre, ne? Wo sind denn die N? Wo sind denn die N? Irgendwo müssen noch die N sein. Hier sind die A. Da sind die N. N1. N4. N4 meine ich. Wo wäre das jetzt? Mosambik. Okay, warum nicht? Fahren wir mal der N1 hinterher. Vielleicht finden wir dann die N4. Ich muss näher ran, um die N4 zu finden. N1. Die N1 ist riesig. Da ist die N12. N14. M5. Also hier sind einige N's. Und nicht N4. Eins muss ja auch nichts heißen. Dann aber wieder A. Was ist das zum Beispiel? Das sagt überhaupt. Es gibt auch einfach nichts an, so. Was ist das für eine Straße? Die existiert einfach nicht. Es gibt einfach keine Anzeige dafür. N12, N105. Ganz viel N1. N7, N8, N6, N5, N4, R571. Jetzt brauchen wir die R513. N1, N4 und die R513. Hier ist noch die N4. Wo sind wir jetzt aktuell? Südafrika, ZA. Ah. Aber R513? Ich bin immer noch auf der N4, ne? Hier ist die N4. Ja, das ist die. Oh, ich muss näher ran, sonst sehe ich die R's nicht. R540. Die Frage ist halt, verlässt diese N4, bevor wir zu dieser R513 kommen, noch das Land. Sonst könnte ich ja einfach Südafrika nehmen, aber ich bin mir da sehr unschlüssig. 513 brauche ich. Hä, wo ist die 4 hin? Oh, ich bin ein bisschen falsch abgebogen. Weil wir sind auf dem Weg. Glück. Oh, hier wird es jetzt richtig wild. Hier ist die 104.
Die werden immer kleiner, die Rs hier, kann das sein? Aber jetzt ist sie 511. Nee, das sagt mir, das reicht nicht aus. Das sagt mir leider nicht. Hört die 4 hier auf? 4 hört hier auf, ne? Da ist die 512. Da ist die 511. Dann wird doch wohl irgendwo hier die 5. Da ist die 513. Da ist die 4 wieder. Hä? Ja, ist egal. Wir sind auf jeden Fall in diesem Land. Südafrika. Sick. Genau da oben waren wir. Sick. Okay. Okay. Wir spielen jetzt natürlich noch so lange, bis ich einmal falsch liege. Attika. Eat. Number One Taxi App. Ta. Das ist ein griechisches Xi. Oder? Was ist das? Ta. Das ist doch so. Nee, griechisches. Amen. Doch, wir sind in Griechenland. Doch, das war ein Xi, ich sag's doch. Wir sind in Griechenland. Wir sind safe, sind wir in Griechenland. Ich klicke Griechenland an. Yes! Aber imagine, man kann sich nicht bewegen. Oh nein, oh nein, oh nein! Wenn ich jetzt gut wäre, könnte ich es anhand der Flagge machen. Kann ich aber nicht. Aber jetzt von diesem komischen Baugerüst erstmal runterkommen. Bestimmt irgend so eine Sehenswürdigkeit, wo wir rumwuseln. Und dann komme ich. Oh nein, dann komme ich von dieser Sehenswürdigkeit wahrscheinlich nicht runter. Ah, no. Was ist das für eine Flagge? Gelb, blau, rot. Can you help me? Oh, da steht was. Da steht was. Hast du an deinem Stand irgendwas Brauchbares stehen? Dollar. Er verkauft irgendwas in Dollar. Gran Promotion, Javierus, Agara. Also ich möchte nichts kaufen, aber danke für deinen Stand. Hat mir leider nichts geholfen. Nur wo sind wir denn hier? Komme ich hier irgendwie wieder runter? Oder sehe ich vielleicht hier an der Skyline irgendwas Berühmtes, was mir sagt, hey, wir sind da und da. Ah, da gibt's Chevrolet, jetzt weiß ich, wo wir sind. Renault gibt's hier auch. Sensationell. Ich hab so südamerikanische Vibes auf jeden Fall. Es ist auch am Meer, offensichtlich. Es ist offensichtlich am Meer. Eine große Stadt am Meer. Moment! Moment! Die Flaggen zeigt's doch an, wenn ich durchklicke. Das ist nicht Uruguay. Den Rest von der Flagge angucken.
Lass mich halt da vorbei. Könnte da dieser Punkt sein, dass das Gelb so ein bisschen größer... Ich sehe es halt so. Kann ich da hoch? Sehe ich die Flagge gar nicht mehr. Oh. Oh, okay. Was sind wir denn jetzt? Also wenn es Ecuador ist, dann ist eine große Stadt zum Beispiel... Aber das, da jetzt zu gucken, ob da irgendwie so eine Sehenswürdigkeit ist, weiß ich nicht, das wird mir nichts bringen. Wenn ich diese Flagge nur besser sehen könnte. Ich meine, gibt es noch ein anderes Land, was nur... Naja, es muss natürlich ein Land geben, was nur gelb, blau, rot hat. Oh, shit. Okay, es ist entweder Kolumbien oder Ecuador. Ich erkenne... von hier nicht, dass da ein Punkt, dass die gelbe Flagge irgendwie größer wird. Also, dass da so ein Punkt ist. Für mich sieht es aus wie gelb, blau, rot. Da ist kein so Punkt. Ich sehe da keinen so Punkt. Na? Das sieht schon ziemlich deutlich aus, wie wenn das nur gelb, blau, rot. Wir nehmen Kolumbien. Yes! Da oben waren wir. Ja, eine relativ unbekannte Stadt, Cartagena. Dachte mir nicht. Okay. Gut, dass man hier so tricksen kann und die einfach die Flagge anzeigen. Das ist schon praktisch. Ihr wurde auf jeden Fall ein Patriot. Dank des Patrioten. Was ist das? Rot, weiß, rot? Sehe ich das richtig? Rot, weiß, rot. Okay, dann merken wir uns mal. Wenn wir eine bessere Sicht in eine bessere Richtung haben, können wir es durchprobieren. Also eine bessere Idee. Es wird europäisch sein. Es wird ziemlich sicher, was europäisch ist. Isenemot Ferelosipedos. Jumalas Gatwe. Gehen wir jetzt mal die Länder hier so ein bisschen durch. Hallo, würdest du die Flagge da oben ändern? Griechenland, ja, wahrscheinlich. Und kein Rot-Weiß-Rot. Da hoch geht's. Könnte passen. Könnte von der Sprache her passen. Ich werde jetzt doch nicht das Pech haben und da zieht einfach jemand ein und hängt seine Flagge hin, ohne dass es das Land ist. Yes!
Next round. Eldorado. No, es irgendwas stand da. Wahrscheinlich kein Parken oder so. Saat Teruel Municipalida de Lima. Isil. Irgendwas. Langsam Tränen in meine Augen. Eieiei, ich komme schon lange wieder auf den Bild. Vor allem halt so suchend, ne? Dass man die ganze. Okay. Kriegen wir hier irgendwo eine E-Mail raus. Departamentos, bla bla bla. Hier gibt es Wohnungen. Apartments. Aber. Keine E-Mail-Adresse. Otra forma de ver la vida. V und V. Das ist auch nicht. Sistema integrado de transporte. Kinglong. Da könnte wahrscheinlich was stehen, was hilfreich ist. Irgendwas Ciudad Metropolitana. Unixi, Pali, da ist der Rest, kann man lesen, kann man den Rest lesen? Das ist immer nur ein Teil irgendwie verdeckt. Vielleicht von vorne. Alkühler der Autos, Budget, ach, Punkt. Peru! Peru, budgetperu.com, Peru, wissen wir mittlerweile auch, wo Peru liegt, nämlich hier. Zack, ab dafür. Nice. Next round, Streak 6. La Gurita. Aparotes y Cremeria. Corona Extra. Da gibt's das beste Bier. Da gibt's auch nochmal Corona Extra. Ey, das muss ja hier richtig bekannt sein. Was mich zu der Frage bringt, wo kommt denn Corona eigentlich her? Also das Bier. Wird denn das gezapft? Doch von Bier keine Ahnung. Von Bier keine Ahnung. Pan de Canella. Conchias. Ach, Pharmacia heißt es. Ach, ich kann da ein Land rauslesen, aber da steht nur Pharmacia. Ach, dieses Lied. Ich spiele ja kein Animal Crossing, ne? Aber die Musik von Animal Crossing ist einfach zum Mitschunkeln. So, da kriegen wir doch jetzt was raus. Nein, tun wir nicht. Okay. Schade. Na komm, fahren wir mal ein bisschen weiter. Was steht denn? El Campion.
Indio. Na, wir sind aber nicht in Indien. Nee, 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 nee. Das ist blöd. Da lasse ich mich nicht verleiten. In Familia. Foto Video Sparta. Chocopop von Mr. Disco. Langnese, Mr. Disco Chocopop. Was? Okay. Mirinda gibt es hier auch. Lecker, lecker. Für gute Marmelade. Boah, was. Die gute Limonade, wollte ich sagen. Mexikaner. Ah, soll ich auf Mexiko gehen? Wir haben schon so, ne? Es steckt schon sehr viel Mexiko in dieser Stadt. Es steckt schon sehr viel Mexiko. Komm, wir nehmen Mexiko. Natürlich könnte es auch irgendwas drunter sein, aber wir nehmen Mexiko. Yes. Ich will euch ja nicht zu lange in einem Land hier mal aufhalten. Diddy Kong Racing ist da. Asiatische Schriftzeichen. Nachher haut mich Flo wieder, weil es arabische sind. Wer schreibt? Schon eher arabische Schriftzeichen. Schon eher arabisch, ja. Okay, das geht so in die französische Richtung. English Language School. Haben wir eine E-Mail? Englisch und Deutsch gibt's hier. Aber das ist Französisch. Anglais und Allemand. Das ist voll Französisch hier. Also wir haben ein Land, in dem es eine Mischung gibt aus französischer Schreibweise. Und eine Schriftart, die ich nicht wirklich zuordnen kann. Nice. Das, was ihr sagt, ist eigentlich sehr gut. Da ist die Toilettenformation. Ich weiß, das ist. Okay, es gibt auch noch Spanisch und Italienisch und alles. Warum ist jetzt zum Beispiel das hier zensiert? Hätte mir das irgendwas gesagt? Warte mal. Hier ist teilzensiert, nämlich 2673. Das ist die Telefonnummer, die da zensiert ist und da nicht. Keine Ahnung. Ist jetzt immer noch zensiert, der Teil, der nicht zensiert war? Nicht so richtig, aber es nützt mir auch nichts. Formation. Nee, das BTB und BTS steht da nur. Extremst gespannt, was das für ein Land sein wird, ne? War jetzt schon.
Mora Spain, Spanien, aber das ist ja nicht Spanien, wo wir. Boah, Leute, wo ist. Ich fahr viel weiter. Ich fahr jetzt mal viel weiter in die Innenstadt. So. Richtung Innenstadt. Nicht mal richtig weit gefahren. Fast Food El Andalus. Wo ist Andalus? Wo ist Andalus? Das ist wieder so ein Ort. Oh mein Gott. Das ist, ah, oder soll das der Name sein, Andalus hier? Könnte auch sein. Ist auch mit. Oh, großes Schild. Und große Straße. Minister del Equipment. De l'habitat et de l'aménagement du territoire. Ja, was für ein Territorium? Wo sind wir? TN. TN. Okay, TN. Was könnte TN sein? Tansania? Thailand? TN? Das wäre jetzt aber sehr gewagt. Sprechen die in Thailand so ein bisschen ansatzweise auf Französisch? Wofür steht TN? Das ist doch nicht. Das, guck mal, wenn wir jetzt die Schriftart sich angucken. Und die Schriftart, das passt doch nicht zusammen. Passt doch nicht zu Kambodscha. Bei Kambodscha. Geht gar nicht mehr. Wie sehen denn die Ortsnamen bei Tansania so aus? Ganz normal, die haben gar keine komischen Schriftzeichen. Okay, wofür kann TN dann noch stehen? Es hat halt eher so was Arabisches. Aber die haben auch keine so Schriftzeichen. Tadschikistan. Die haben Schriftzeichen, aber nicht so komische. Tunesien! Tunesien wäre auch so ein bisschen. Ich glaube, wir haben. Ja! Nee, Frankreich. Nee, Spanien. Ne? Spanien war ja auch dabei. Italien war ja auch als Sprache dabei, die man lernen kann. Tunesien ergibt voll Sinn. Tunesien ergibt voll Sinn, ne? Frankreich, Spanien, Italien, selbst Deutschland ist in der Nähe gewesen. Oh mein Gott! Komm, bis zu 10 werden wir doch wohl schaffen. So, was war hier für ein. War ein großes Schild, jetzt ist es weg. Kriege ich das Schild nochmal? Da Isabel Alameda. Was für eine Autobahn ist das? Ich bin. Wir gehen, wir fahren in die Richtung, da sehen wir ein anderes großes Schild. Ist auch in Ordnung. Route 78. Ida irgendwas 3S. Route 78. Flagge. Oh, die habe ich gesehen.
irgendwann. Wann habe ich die gesehen und wo? Also, von der Region her würde ich Südamerika sagen. Das heißt, wir klicken jetzt mal in Südamerika durch, bis wir die Flagge hier finden. Na. Zeig mir Uruguay. Ne, Uruguay war doch die Dings. Uruguay war das doch nicht. Chile. Hätten wir die Route-Dings gefunden? Hätte hier mit Route was angezeigt? Oder zeigt es denn nur die Straßen-Dings an? Ja, das zeigt es nur als Nummern an, nicht als Route. Ja, das hätte nicht viel gebracht. Okay. Jungs, wir sind eine Runde von der 10 entfernt, ne? Das ist doch schon wieder was Europäisches. Auto-École Alain klingt voll französisch. Tel klingt erstmal französisch, aber es gibt natürlich auch Länder, in denen französisch halt, ne, so Sprache ist. Und wir nicht. CH, Schweiz. 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 Ich wollte nämlich gerade sagen. Ja, wir sind in der Schweiz. Wir fahren noch ein bisschen, um uns sicher zu sein, dass wir in der Schweiz sind. Aber ich glaube, wir sind in der Schweiz. Oder? Im französischen Teil der Schweiz, auf jeden Fall. Weil CH steht. Ich muss niesen. Ich muss niesen. CH steht auf jeden Fall für Schweiz. Halt, ich wollte die Straßenorte. Ich wollte die Namen. Dann fahren wir halt im Kreisverkehr rum. Ist in Ordnung. Bis ich die Namen lesen kann. Hä, wo ist das Schild überhaupt? Hä? Bin ich jetzt so weit gefahren, dass ich das Schild verloren... Hä? Bin ich wieder hier oben? Ich wollte doch nur das eine Schild... Wo ist denn das Schild gewesen? Da! Das Schild da! Ah, das ist okay. Ich habe da zum Kreisverkehr runtergeklickt. Ah, jetzt bin ich direkt drüber. Alle Richtungen und Tridel. Super. Aber ich glaube, wir sind in der Schweiz. Bin ich Tridel auf die Schnelle? Oder Liechtenstein. Liechtenstein? Ich glaube nicht. Bin ich Tridel auf die Schnelle? Denn es könnte ja auch... Haha. Wir könnten ja auch... Oh, jetzt wird es kritisch. Wir könnten ja auch in Frankreich sein, aber sehr nahe an der Schweiz. Versteht ihr? Wo ist Tridel? Muss ja... Nee, ich will das noch nicht anklicken. Muss ja sehr, sehr nahe an Frankreich eigentlich sein. Weil es ist hier alles sehr, sehr nahe an Frankreich. Tridel? Oh, aber Tridel. Da ist Basel. Ich brauche aber Tridel. Na komm, wir fahren erstmal in alle Richtungen. Wir fahren erstmal in alle Richtungen. Vielleicht ist Tridel auch gar kein Ort. Alle Richtungen ist immer gut. Darf nicht in alle Richtungen. Okay, dann lesen wir dieses Schild. Bern, Freiburg. Okay, Bern? Aber Freiburg ist doch hier in Deutschland. Da. Aber so wie es geschrieben ist, ist es, wir sind in der Schweiz. Dafür. Yes. Wo genau waren wir? Oh, aber doch weit unten. Sehr weit unten. Ah, das ist dieses Freiburg gemeint. Ups, das war gar nicht Freiburg im Breisgau. Ha!
zwar dieses Fribourg gemeint. Oder hätte ich mich aber reingelegt? Da hätte ich mich jetzt aber gescheit neigelegt. Huiuiui. Glück gehabt. Ach, Entschuldigung, dass ich die Nase die ganze Zeit hochziehe. Ich tue mal ganz kurz Schnäuzen und mich muten, sorry. Mensch, hätte ich gewusst, dass wir diesen Daily Streak machen, hätte ich nicht mit dem Daily Dings nicht Daily Streak, mit dem Standard Streak machen, hätte ich nicht mit dem Daily Dings angefangen, zum Beispiel bei einer Stunde. Ah, okay, aber es wird dann halt nochmal eine riesige Folge zum Abschluss. Dann könnt ihr euch das auch aufteilen auf 2 Tage. Dann habt ihr nochmal 2 Folgen. Oh. Ich weiß vor allem nicht, wann ich aufhören kann. Weil das Ding ist, ich spiele eigentlich immer so lange, bis ich es ziemlich sicher war. Auch immer, aber bis ich es ziemlich sicher weiß und dann kann ich da eigentlich kaum noch falsch liegen. Außer ich werde irgendwann wirklich so ungeduldig, dass ich sage, ich gehe jetzt auf Risiko und klicke irgendwas an und dann ist es halt vielleicht falsch. Aber hätte ich gewusst, dass es dieses Konzept gibt, das wäre zum Trainieren halt für den Dings so viel besser gewesen. Das wäre halt so viel besser gewesen, trainieren für die Battle Royale. Aber gut. GeoGuessr läuft nicht davon, wir werden uns mit Sicherheit auch wieder mal mit GeoGuessr beschäftigen. Ich werde irgendwann in der nächsten Woche noch eine Folge aufnehmen zum nochmal die Länder, gucken, wie viele Länder ich jetzt noch weiß. Das habe ich nicht vergessen. Werde ich auf jeden Fall auch noch tun. Aber dann soll es das erstmal wieder gewesen sein. Wie gesagt, es kommt jetzt Schule, ich bin wieder dann voll beschäftigt und ja. Nein, vielleicht mache ich es auch so, dass ich ab und zu mal GeoGuessr aufnehme und dafür kommt halt die andere Folge nicht, die eigentlich kommen würde. 9 Uhr. Was immer es ist, aktuell sind wir ja bei Superliminal. Wenn Superliminal durch ist, mache ich mit Hyrule Warriors weiter. Aber jetzt werden den Ferien komplett vernachlässigt. Hyrule Warriors. MNB Laura. Aha. OC. Autos sind alles noch keine Indizien hier. Aber ich finde es auch einfach faszinierend, über die Welt mal so zu fahren und einfach mal zu sehen, wie es überall auf der Welt aussieht. So überall, ne? Wie groß die Welt einfach ist, die Menschen es. Soll man die denn alle unter Kontrolle? Geht doch nicht. Und bei so vielen Menschen ist doch klar, dass manche einfach... Ja, nicht alle Menschen. Denn leider. Weißen. Komme ich wieder hier in ganz vieles... Oh! Achso. Ich sag nicht, was ich ganz kurz gedacht habe. Hm. Ich sag's nicht. Oh, zum Glück habe ich es nicht angeklickt. Ich war ganz... Oh mein Gott. Ah, ja, Polish. Ja, Mensch, ich finde hier überhaupt nichts. Kauchi Kyuru no Second Hand. Da war.
Wo sind wir denn hier? Er gönnt sich erstmal auf den Reifen. Oh fuck, jetzt geht's. Oh, jetzt geht's. Ja, das war. Oh mein Gott. Ich könnte das nicht. Warum haben Leute so ein geringes Schamgefühl, sich da so nur in der kürzesten Unterhose hinzusetzen? Plauze raushängen zu lassen. Das ist ja gut, soll er machen. Er tut ja keinem weh damit. So, Alter, ich hab keine Ahnung. Es könnte im Moment noch so ziemlich alles sein. Außer Tiernahrung. Ich bin jetzt an so vielen Sachen vorbeigefahren. Es kann doch nicht sein, dass ich nichts, keinen Ansatz finde. Ich bin auf einer Hauptstraße. Wenn ich jetzt ein bisschen zurückfahre, müsste ich doch da Ortschaften finden. Ortschaften finden. So ein Verkehrszeichen, was sagt, hey, jetzt kommt ein Kreisverkehr. Wenn du da so und so fahren willst, musst du dich so und so einen Ort nennen. Uso Centro Adjut. E. Da sind wir so E-Dinger. E irgendwas und E irgendwas. Eine 85? Das könnte eine 85 sein. Das könnte auch eine 25 sein. Wir fahren mal noch ein bisschen weiter vor in den Kreisverkehr. Aber dann gehe ich auf jeden Fall in Richtung Afrika. Da nochmal den Bereich mit den E's raus. Promenada Melon. Ja, komm. Du willst gar nicht lange rum. Geh nach Afrika. Wir fahren Afrika ab. Yes. Oh, das ist mein Schild. Das ist mein Schild. E85, sage ich doch. DN2 und E5. Ich habe vorhin DN und E gelesen. Beides habe ich gelesen. Wo war DN? RN. N. Ich brauche E und ich brauche DN. Ist EN, ich brauche aber DN. Da ist jetzt B, da ist jetzt A. MR, N. A, 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 D. Ach, ich brauche DN. M, D, E, M, D, E, R, D. Ich brauche DN. DN. Gar nichts mehr. A, A, B, B. A, N. War ich denn das DN gelesen, Menschenskinners? R, N, P, N, N, A, A, R, N, 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 B, N. Ich hatte es doch vorhin irgendwo. Wo war denn das? RN
RNAN. Hatte ich, meine ich hatte vorhin sowas in der Richtung. Oder nett. Für meine Erinnerung ein Streich, Leute. Hier ist einfach gar nichts. Ich hatte doch DNs. Waren denn die DN? Oder die E's? Sind die B's? Jetzt lass mich doch hochfahren. Mehr B's. Da ist einfach gar nichts mehr. Es gibt's doch nicht. A, R, N, I, N, 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 R, N, M, M, N. Warte mal, Bukuresti? Soll das Bukarest sein? Guys. So, E85. Da ist Bukarest. Da ist E85. Jetzt ist halt die Frage, in welchem Land sind wir? Wir brauchen noch die DN2. Hier ist die E85. Und jetzt brauchen wir noch ein Land, wo es die DN2 gibt. Oder Galati, Breita, Bukuresti. Wobei, wenn es um Bukuresti, ne, das muss doch Bukarest sein. Wenn die sagen, da geht's nach Bukarest. Sollte es so weit weg sein? Finden wir die anderen Ortschaften? Das wäre vielleicht auch eine Frage. Da wären zum Beispiel Galati, Raia. Kein DN. Aber die E85 ist halt brutal lang. Es könnte halt wirklich am Ende in einem anderen Land noch sein. Und Bukarest zeigt es halt an, weil das Ganze ganz am Ende kommt. Ne? Das kann natürlich sein. Da hört die E85 auf. Da geht's weiter. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Jetzt wirklich hier noch weiterfahren? Aber diese E85 führt sogar hier. Nee, jetzt ist er weg. Oder? Ist er nicht mehr, ne? Nee, da ist er nicht. Da ist dann Bukarest. Dann
geht die E85 hier weiter. Dann geht sie weiter. Hier. Wumms, dass ich diese DN2 nicht finde. Wo ist jetzt die E85? Hört die da auf? Auch noch immer hier weiter. Noch hier. Hier drüben ist die auch noch. Okay, was ist diese 2? Das ist für DN2. In Land wäre das dann. Okri. Das kann ich mir. Nee, Griechenland würde ja ganz anders gehen. E85 hier. Könnte jetzt halt noch sehr viel mit der E85 sein. Ich müsste das DN finden. Oh, aber dass das halt, dass der Buka. Ich muss die anderen Orte finden, so das muss ich tun. Ich muss Galati finden. Ich muss Galati finden. So, am besten in der Ukraine. Galati! Braia! Noch näher ran zu mir. Kriege ich dann. Tauchen dann N-Rasen auf. N steht es für was. Ah, ich nehme jetzt. Ist mir jetzt wurscht. Hätte ich gleich nehmen sollen, ganz ehrlich. Da waren wir. Jetzt will ich nur gucken, ob dieses N aufgetaucht wäre oder ob das nicht so aussieht, wie ich mir das vorgestellt hätte. Na, das hätte man nicht gesehen. Na, dieses DN hätte man nicht gesehen, aber die E85 war wichtig. E85 zu finden war wichtig. Okay. Next round. Nehmen wir direkt Türkei. Lange rum, direkt Türkei. Wenn es jetzt falsch ist, dann ist okay. Das. Da ist dann. Ach du Scheiße. Ach du Ah ja, sprechen. Also könnte Bangladesch sein. Was in der. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen schneller voran, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen schneller voran. Wir spielen jetzt schon so lange. Jetzt mal ein bisschen ins Speed geben. Wenn ich so lange spiele, bis ich mir immer hundertprozentig sicher bin, höre ich nicht mehr auf. Höre ich einfach nicht mehr auf. So, vorbei dann. Gucken wir uns mal an, was für Schriftzeichen in Bangladesch so sind. Ja, guck mal, dieser Bogen hier zum Beispiel, den sehe ich sofort da wieder. Das ist Bangladesch. So ist mir jetzt egal. Yes.
Okay. Da wurde die Road. Der Dublin-Bus. Der Dublin-Bus. Muss ich nur sicher gehen, dass es auch nicht irgendwie einfach ein Zufall ist oder sowas? Und es ist, keine Ahnung, so eine einfach so eine Busorganisation aus Busland. Busland! So eine Busorganisation aus Dublin ist, die einfach hier mal vorbeifährt. Nein, auch hier fährt der Dublin-Bus. Dann sind wir ziemlich sicher in Dublin. Jetzt gesagt, ne? Und Dublin ist. Ich muss jetzt nur sicher gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, Großbritannien, ja. Großbritannien natürlich, aber nicht England. Doch Irland. Okay, schöne Würfel. Fahren wir jetzt wieder 3 Jahre, bis ich irgendwas finde. Das ist eine wunderschöne Landschaft, aber könnte sogar Deutschland bisher noch sein. Also bisher könnte es locker Deutschland sein. Also wir sind, ja, wir sind auf jeden Fall in so einer, also in Deutschland nicht, aber halt eine Alpenregion. Dellen, was ist denn Dellen für ein Ort? Da war mehr Text. Der Text. Prinzip. Frankreich? Okay, Frankreich oder jetzt sind wir natürlich wieder dieses Ding mit der Schweiz, ne? Jetzt haben wir natürlich wieder dieses Ding mit der Schweiz. Und Frankreich hätte andere Farben. Hier auf Schweiz. Ich gehe auf französischer Teil von der Schweiz. Riskant? Verlassen denn? Haben wir noch eine? Komm, eine Ortschaft fahren wir noch. Bin ich auf den Parkplatz gefahren oder was? Bin ich jetzt hier? Da war ein riesiges Schild. Ich bin komplett weggeportet worden. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Will das große Schild lesen? Mensch, bin ich einfach mitten in die Ortschaft reingeportet. Ah! Seht ihr es? Seht ihr es? Gut, dass ich nicht die Schweiz genommen habe. Wir sind nämlich Luxemburg. Dass ich nicht Schweiz genommen habe. Genau das hätte es nämlich auch sein können. Also ich kann nur noch mal darum bitten, teilt euch die Folge auf, dann habt ihr mehr davon. Wisst ihr auch nicht. Na dann könnt ihr so tun, als ob ich die einfach am Montag auch noch mal hochlade. Eine halbe Stunde. Jetzt eine halbe Stunde. Morgen eine halbe Stunde.
Übermorgen eine halbe, wir sind schon bei 1,5 Stunde, oder? Geht es schon? Ja, wir sind. Wir sind exakt bei 1,5 Stunde. Oh, mein Zeitgefühl. Ja. Gerade göttlich. Aber meine Augen sind es gerade überhaupt nicht holen. Mal ganz schnell Augentropfen rein. Sekunde. Ich guck so angestrengt auf den Bildschirm. Mal ganz schnell meinen Augen was gut. Die trocknen sonst komplett aus, wenn ich so lange auf den Bildschirm gucke. Ne, das wisst ihr. Oh, wir fahren. Auf der rechten Seite. Das sind Indizien. Für zum Beispiel Japan, aber Japan ist es schon. Was haben wir denn hier? Tampines Logis Park. Bangkok East, Doktor. Was? Bangkok? DB Schenker, die sind auch einfach überall, ne? Deutsche Bahn! Was? Okay. Was ist das da für ein Ort? Knossi? Habe ich da gelesen? Post. Singapur Post! Wir sind in Singapur! Das war das ganz kleine da, ne? Jetzt muss ich aber richtig gut klicken. Yes! Und Leute, wie lange wir suchen, alleine dafür hat es sich gelohnt, dieses hier, ne, das da, World Geography Games zu spielen. Alleine dafür hat es sich gelohnt, dass ich sofort loslege und sage, hier Singapur. So, ich hätte jetzt, vor einer Woche hätte ich hier gesucht. Wie ein Blöder hätte ich hier losgesucht. Also alleine dafür ist es doch schon gut, okay, Griechenland, allein dafür ist es doch schon gut, dass man das gemacht hat, selbst wenn... Ups! Jetzt war ich zu voreilig. Gucken wir uns die Schriftzeichen nochmal an. War das einfach nur ein griechisches Restaurant? Ah, okay. Ja, okay, ich war zu voreilig. Ja, das ist, ja. Ist okay. Jetzt war ich, ist in Ordnung. 1,5 Stunden reicht auch aus, ne? 1,5 Stunden reicht auch aus. Ist okay, da habe ich zu schnell hingeguckt. Machst du nix? Wow, 17 Länder hintereinander, richtig. Yo. Das kann sich doch sehen lassen für ein kleines Finale. Das kann sich doch sehen lassen. Und es ist nur fair, dass es das Land trifft, dass mich dieses Land besiegt, dass ich die ganze Zeit falsch ausspreche. Ah, so, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.